Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Im Herzen von Dresden, nur einen Steinwurf vom Rudolf-Habich-Stadion entfernt, steht die Gläserne Manufaktur. Sie ist das Aushängeschild für Elektromobilität von Volkswagen, von Führungen über Probefahrten bis zur Auslieferung. Einige Dynamo-Profis nutzten jetzt die Möglichkeit, einen Blick in die Produktionsstätte am Straßburger Platz zu werfen und die Faszination Automobilbau hautnah zu erleben. Ich hatte schon was davon gehört, aber jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. Aber grundsätzlich coole Eindrücke, weil wirklich sehr, sehr groß, sehr beeindruckend. Und ja, uns wurde ja auch alles erklärt, was hier so abläuft, was hier passiert. Auch was das Besondere an der Manufaktur hier ist. Und ja, ist wirklich schön mal zu sehen und gibt gute Einblicke. Ja, ich glaube, dass das Besondere hier ist, dass alles sehr harmonisch aussieht. Also alles sehr modern. Sieht jetzt nicht aus wie eine Werkstatt, sondern es sieht schon sehr geordnet alles aus. Viel Glas, also sehr modern. Dementsprechend ist es, glaube ich, was Besonderes hier. Die gläserne Manufaktur war der erste VW-Standort, der vollständig auf E-Mobilität setzte. Seit Januar 2021 wird hier der ID.3 gefertigt. SGD-Verteidiger Tobias Graulich und Lars Bünning testeten den dynamischen Elektrowagen bei einer Spritztour durch die sächsische Landeshauptstadt. Schaffe ich nicht, ne? Guck an. Ja, jetzt gib mal ein bisschen raus. Ja. Soll ich einmal reintreten? Oh ja. Na? Der kann was, ne? Wann hast du Führerschein gemacht, Latze? Boah, schon lange her. Also ich glaube mit 17, das klassische Programm erstmal mit begleitendem Fahren. Mit 17. Und wer saß daneben dir dann? Papa. Meine Mutter oder mein Vater. Mhm. Einer der beiden durfte mich leider nicht begleiten, weil die zu viele Punkte hatten. Aber und Fahrschule klassischerweise im Golf, oder? Ja, tatsächlich im Golf. Ja. Muss ich kurz überlegen. Ja, im Golf, genau. Richtig. Fährst du viel Auto? Hier tatsächlich nicht, dadurch, dass ich halt in der Innenstadt wohne, zum Gelände sind es, ich weiß nicht, 4 Kilometer. Dementsprechend zum Glück relativ wenig. Wenn wir ein paar freie Tage haben und ich mit dem Auto nach Hause fahre, Richtung Hamburg. Jetzt hier so rechts rein. Ja, macht mir eigentlich nicht so viel aus, weil ich dann auch Zeit habe, Leute anzurufen, mit denen ich länger keinen Kontakt hatte oder Musik höre, Podcast höre. Das ist eigentlich für mich eher Entspannung als Stress, muss ich sagen. Wie war das im Sommer, als das Angebot von Dynamo kam? Schön. War gerade im Urlaub. Das Witzige war, dass ich vorher mit 3 Kumpels am Tisch saß und wir haben uns unterhalten, was wäre so der beste Verein, der anrufen könnte aus der 3. Liga, weil die auch quasi vereinslos dann waren in dem Fall. Mhm. Und da habe ich auch noch gesagt, ja, Dynamo Dresden wäre für mich natürlich mit Abstand das Beste. Mhm. Nah an Erfurt, wie gesagt, der Verein ist Endstufe in der 3. Liga. Mhm. Ja, war dann ganz witzig, dass dann nur plötzlich, ich glaube 5 Minuten später, der Berater anruft. Es war fast hellseherisch schon. Ja, es war ein bisschen wie im Film dann. Was waren so die ersten Gedanken, das erste Heimspiel und dann mal so Carblock und die Lautstärke? Und ist ja, es ist schon immens, muss ich echt sagen. Also auch wenn ich es mit Kaiserslautern vorher vergleiche, wo ja auch schon eine sehr gute Stimmung herrscht. Ja. Ich muss sagen, hier ist noch mal deutlich lauter. Und bist du denn in Dresden schon heimisch? Ich meine, so die Elbe als verbindendes Element. Das passt auf jeden Fall sehr gut, ja. Da fühlt man sich direkt zu Hause, ja. Also ich muss sagen, ich bin relativ schnell angekommen hier. Ja. Es wurde mir auch leicht gemacht, sowohl von der Mannschaft als auch von den Menschen. Ich muss eh sagen, die Truppe ist, das fängt schon mit dem Alter an, dass ich glaube 99 Jahre, ich weiß nicht, wie viel wir mittlerweile sind, 8, 9, 10 Leute fast. Und wenn das natürlich so vom Altersgefüge immer passt, dann ist das natürlich sehr gut. Aber auch von der Stadt her, muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl. Also es ist echt eine wunderschöne Stadt und kann ich mich daran gewöhnen auf jeden Fall. Wo trifft man dich in Dresden, wenn man jetzt mal einen Kaffee trinken geht? Hast du da was? Ja, wir sind meistens so eine kleine Gruppe. Wir sind eigentlich immer im Alua. Ah. So ein Vegan-Coffee. Ich bin gerne im Urbin, das ist auch direkt in der Nähe von meiner Wohnung. Da frühstücke ich gerne, das ist sehr gut. Mhm. Aber im Alua war ich auch schon, der Kaffee ist auch sehr lecker. Mhm. Die komplett veganen Gerichte sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, aber ja, grundsätzlich gehe ich auch gerne mal raus. Ja. Werdet ihr in der Stadt
öfter erkannt, angesprochen? Ein paar Mal kommt es schon vor, dass Fußballfans einen nach einem Foto fragen oder Autogramm oder wie auch immer. Was für uns als Mannschaft, ich glaube, das spreche ich für alle, aber überhaupt kein Problem ist, weil das ja im Endeffekt die Leute sind, die uns unterstützen. Und ja, wir ja als Verein was Großes schaffen wollen und da hält man zusammen und da wäscht eine Hand die andere, glaube ich. Genau wie bei Dynamo und VW. Seit 2019 ist der Automobilhersteller Exklusivpartner der Sportgemeinschaft und engagiert sich im Nachwuchsbereich sowie bei gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Gut eine Stunde dauerte Tobias Graulichs und Lars Bünnings Probefahrt durch Dresdens Innenstadt. Die Kennenlerntour im ID.3 brachte den beiden Neuzugängen das Fahrgefühl eines Elektroautos ein ganzes Stück näher. Ja, war spannend. Bin das erste Mal jetzt mit einem kompletten E-Motor quasi gefahren. Dementsprechend war es spannend zu sehen, wie schnell er anzieht, was er für einen Wendekreis hat. War mal was Neues, ja. Waren coole Eindrücke, weil ich wirklich überrascht war über den Zug des Wagens, so, wenn man anfährt oder wie gut er anzieht auch. Aber wurde mir dann auch noch mal erklärt, warum das so ist und wie das abläuft und so. Und war alles interessant zu wissen. Auch von innen und generell vom Optischen macht der Wagen einen guten Eindruck. Deswegen cooles Auto.